Hallo und herzlich willkommen zu Smoking Grams. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch einen Bourbon vorstellen. Und zwar den hier. Legendary Duke Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Distilled and blended in Kentucky, USA. Und jetzt wird der ein oder andere aufmerksame Zuschauer von diesem Kanal sagen, hey Moment, den hast du uns doch schon mal vorgestellt. Stimmt. Irgendwann im Jahr 2019. Allerdings die alte Flasche, also die alte Abfüllung. Andere Flasche, anderes Design, anderer Inhalt. Darum heute dieser hier, der neue. Kurz zu den Eckdaten. 44 Volumenprozent, nicht gefärbt, aber vermutlich kühl gefiltert. Was ich toll finde, man hat hier ein kleines Etikett drauf gemacht. Barrel Age for Minimum of 5 Years, also 5 Jahre alt in the State of Kentucky, bottled in 2018. Originalrezept 1962, Founder Ethan Wayne. Okay, dazu kommen wir später. Ja, worum handelt es sich? Ihr habt schon erkannt, John Wayne's Bourbon. Und die Flasche hat sich verändert, das Marketing hat sich verändert, aber auch der Inhalt hat sich verändert. Während bei der alten Flasche nicht bekannt war, wer die Destillerie dahinter ist, wer sich dahinter verbirgt, man schrieb damals Monument Valley Distillery drauf, gibt es aber nicht oder gab es zu dem Zeitpunkt nicht, ich bezweifle, dass es sie heute gibt, verbirgt sich hier hinter O.C. Taylor. Und das ist schon der erste große Unterschied, dass man hier weiß, welche Destillerie sich dahinter verbirgt. Ich zeige euch mal die Flasche. Der Korken ist auch cool, ne? Da steht hier oben nochmal Duke drauf. Für die, die es nicht wissen, Duke war der Spitzname von John Wayne. Ja. So. So kann der Bourbon ein klein wenig atmen. Zur Geschichte. Egal ob bei der alten Abfüllung oder bei dieser Abfüllung, die Geschichte geht so, dass der jüngste Sohn von John Wayne, Ethan Wayne, den Traum seines Vaters verwirklichen wollte. John Wayne hatte angeblich den Traum, seinen eigenen Bourbon auf den Markt zu bringen, um ihn in den ganzen USA anbieten zu können. Und da hat er persönliche Notizen niedergeschrieben und seine persönliche Bourbons gesammelt. Und das will nun Ethan Wayne gefunden haben und hat sich gedacht, ich verwirkliche Vaters Traum. Wenn man das Ganze ein bisschen hinterfragt, ja, weiß ich nicht. John Wayne ist 1979 gestorben, da war Ethan Wayne gerade mal 17 Jahre alt und er beruft sich auf die Geschichte, dass er sich erinnert, wie sein Vater ihm das alles erzählt hat, und auf der Homepage von Duke Spirits, so heißen die das Ganze vertreiben, beziehungsweise ist das alles aufgebaut, steht drauf, er erinnert sich, dass sein Vater, wenn er mal getrunken hat, sollte das ein richtig guter Drink sein, so ungefähr. Und darauf beruft man sich jetzt. Warum bezweifle ich das? In den USA der 70er Jahre bis weit in unsere heutige Zeit war Alkohol für Jugendliche kaum zu, also überhaupt kein Thema, ne? Verboten und ganz streng reguliert. Und zu dieser Zeit, Mitte der 70er Jahre, war die USA so ein bisschen im Umbruch und Bourbon war out. Keiner wollte mehr Bourbon haben, es galt als Altmännergetränk und es hat lange gedauert, bis Bourbon wieder modern war und jetzt zum heutigen Zeit sind wir natürlich im Boom. Aber damals war das Ganze kein Thema. Vielleicht ist das der Grund, warum man damals das Ganze dann doch verworfen hat. Und Ethan Wayne, der damalige 16-, 17-jährige Ethan Wayne, hat seinem Vater wohl zugehört. Wie auch immer, mir gefällt die Geschichte. Ich will daran glauben, dass es so abgelaufen ist. Hier oben steht es auch drauf, Originalrezept, und auch hier vorne, Originalrezept von 1962. Ja, lassen wir mal so dahingestellt, mir gefällt's. Das ist die Geschichte dahinter, wie dieser Bourbon entstanden ist. Bei der ersten Abfüllung, bei der ersten Flasche, nämlich dieser hier, war Ethan Wayne fürs Marketing zuständig, beziehungsweise hat viel Werbung dafür gemacht. Und ja, wenn wir die beiden einfach mal miteinander vergleichen, ich blende euch auch ein Foto ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Bei der Flasche hier spielt man komplett diese John Wayne-Karte aus. Man sieht hier vorne wirklich The Duke, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, dann noch Small Batch. Man sieht hier vorne die Filmfigur von John Wayne als Sheriff. Ich vermute, es wird Rio Bravo sein. Erst dachte ich Rio Lobo,
aber dann sind mir die Hemden aufgefallen. Rio Lobo, das seht ihr hier auf diesem Bild, im Filmausschnitt, hatte er ein Hemd an mit geraden Knöpfen, die nicht verdeckt sind, so wie ich, so ungefähr. Und hier auf dem Logo, ich versuche es euch nochmal einzublenden, hatte er ein Hemd an, was hier runterwärts geknöpft ist und er trägt den Sheriffstern. Ich kann mich aber auch komplett täuschen. Ist auch völlig egal, hat mit der Geschichte gar nichts zu tun. Hier hinten steht dann nochmal drin, the man gotta do what a man gotta do und dann die Groß- und Kleinschrift hier hinten. Ja, ich denke, hier wollte man wirklich die Hardcore-John Wayne-Fans ansprechen oder den Bourbon über diese John Wayne-Schiene verkaufen. Allerdings der Inhalt, wo wir nicht wissen, wer ihn destilliert hat, hat mich absolut überzeugt und nicht nur mich, sondern auch diejenigen, die dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstanden. Grüße an der Stelle an Whisky Jason. Auch Whisky Jason fand diesen Bourbon am Schluss gar nicht so schlecht. Und wenn wir uns dieses Design anschauen, ja, hier vorne eigentlich nichts drauf, außer die Unterschrift von John Wayne. Und wenn man dann nicht so genau hinschaut, dann oder wenn man kein Fan ist, dann merkt man nicht, dass es hier um die Unterschrift von John Wayne handelt. Erst hier hinten drauf sieht man dann ein ganz kleines Bild von ihm, nicht mal ein Filmausschnitt. Das könnte auch ein privates Bild sein, könnte auch im Film stammen, bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Geschichte, wie es eben dazu kam. Aber auch kein Wort von O.C. Taylor, das muss man dann wirklich auf der Homepage nachlesen. Für diese Flasche macht jetzt nicht mehr Ethan Wayne das Marketing, die Werbung, obwohl er noch namentlich erwähnt wird, sowohl hier hinten drauf auf dem Etikett als auch auf der Homepage, aber auf Instagram, YouTube und Facebook und wie sie alle heißen, hat seine Nichte, also die Enkeltochter von John Wayne, quasi die Tochter der Tochter von John Wayne, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, das Marketing übernommen. Die spielt nämlich in einer Band oder hat eine Band, die nennt sich Runaway June. Und überall, wo diese Band auftritt, gibt es auch einen Stand mit The Duke Bourbon. Und heute natürlich, ganz im Zeitgeist, geht es da eigentlich viel mehr um Longdrinks und Mixology und ja, Mixgeschichten als Basis dann dieser Bourbon. Von pur trinken eigentlich keine Spur. Und wenn er nur mit viel Eis, aber ja, die wollen das Zeug verkaufen, ist ja klar. Ihr merkt, ich bin ein Fan, darum habe ich mir auch die Abfüllungen geholt. Kostenpunkt. Kostenpunkt dieser neuen Abfüllung liegt bei in Deutschland online 75 Euro. Man kann ihn auch über England beziehen. In den Staaten auf der Homepage von Duke Spirits wird dieser für 45 US-Dollar angeboten. 45 US-Dollar. Ist für den amerikanischen Markt, glaube ich, nicht gerade wenig. Gibt wesentlich günstigere, auch in den Staaten. Aber wenn ich bedenke, dass ich ihn in den Staaten für 45 Dollar bekomme, bei uns soll ich 75 Euro hinlegen, weiß ich nicht. Also das ist schon, finde ich, schon eher heftig. Aber gut, ist eben so, wie es ist. Genau. Ansonsten, ihr seht es schon selber, ja, wie schon gesagt, die Flasche ist so ein bisschen erwachsener geworden. Das Einzige, was man wirklich übernommen hat, ist sind die 44 Volumenprozent Alkohol und hier oben so eine kleine Patrone abgebildet, die ist hier unten auch wieder aufgeführt mit den 44 Volumenprozent und hinten steht dann nochmal drauf, das entspricht 88 Proof. Genug gequatscht, wir halten einfach mal die Nase rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Flasche schaut ziemlich leer aus, aber ich habe tatsächlich davon noch gar nicht so viel probiert, denn ich habe bei einer Flaschenteilung mitgemacht und konnte denjenigen überzeugen, mir die Flasche im Ganzen zukommen zu lassen. Auch hier Grüße an Whisky Jason. Vielen Dank nochmal. Ja, ein schöner Bourbon. Ja, ich muss den mögen. Ne? Ich bin ein großer Fan. Ich muss den mögen. Diesen Bourbon kenne ich ziemlich gut, der begleitet mich schon ein bisschen länger jetzt. Und hier, das erste, was man bekommt, ist so eine richtig schöne Fruchtigkeit nach Orangen. Wir machen einfach mal einen kleinen Vergleich. Ganz vorsichtig. Nicht zu viel. Wäre schade drum. Also dieser Bourbon hat mich wirklich umgehauen. Ich fand den so gut. Lass mal kurz atmen. In der Zwischenzeit, was ich vergessen habe, ist die Mash Bill. Kann man online nachlesen.
auf der Internetseite, auf Duke Spirits, 75% Mais, 13% Roggen und 12% sechsreihige Gerste. Ich vermute, die meinen gemälzte Gerste aus sechsreihiger Gerste. Wird aber keine Angaben dazu gemacht. 75% Mais und 13% Roggen ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber meistens ich hätte mir zumindest erwartet, dass der Maisanteil höher ist. Aber Aussie Taylor ist bekannt dafür, so ein bisschen andere Wege in der Bourbon-Welt zu gehen. 12% gemälzte Gerste in dem Bourbon ist dann schon ja, nicht wenig, aber ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, sagen wir so. Genau. Wer steckt dahinter bei Aussie Taylor? Steht hier dann unten auf dem Etikett drauf, hätte ich beinahe vergessen. Founder Ethan Wayne, okay, natürlich nicht von der Destillerie, sondern von diesem Produkt. Und Founder and Blender CVR, ich habe nachgeguckt. Ich nehme an, das steht für Chris Ron, das muss ich ablesen, Chris Radonski, das ist der Gründer, der Founder von OC Taylor, zumindest der aktuelle Inhaber. Es wird nicht der Gründer sein, weil OC Taylor sagt 1800 irgendwas, der aktuelle Chef. Und der Distiller von diesem Bourbon ist Jacob Call. Das ist der Sohn von Ron Call. Dieser Ron Call war 40 Jahre lang Master Distiller bei Jim Beam. Für 40 Jahre. Jetzt wirklich genug gequatscht. Eine schöne Süße. So ein bisschen Klebstoffnote, ja, habe ich durchaus. Und irgendeine Note, die so ein bisschen da nicht so, ja, nicht so reinpassen will, so recht. Ich nehme eine Nase von dem hier. Ja, zwei komplett andere Bourbons. Also ich habe gedacht, die ähneln sich vielleicht ein bisschen. Aber der hier ist, wie schon gesagt, viel fruchtiger. Überhaupt keine Klebstoffnote. Aber auch nicht so würzig. Bei dieser neuen Abfüllung, bei diesem neuen Design hat man definitiv mehr Einfluss vom Holz. Mehr Einfluss von den Fässern. Es kann sein, dass die Fässer anders ausgebrannt waren, also anderer Fassjar, oder es liegt an der Reifezeit oder einfach am Grundprodukt selber. Muss ja nicht sein, dass die, es könnten ja auch verschiedene Mashbills sein. Hier habe ich zum Mashbill leider nichts rausgefunden. So eine Art angebranntes Karamell. Leichte Vanille. Wen wundert's beim Bourbon? Ist ziemlich süß. Wird immer süßer an der Nase. Während hier einfach die Fruchtaromen bleiben, diese Orange. Ich komme nie über diese Orange hinweg. Ja, mal schauen, was er im Mund macht. Cheers. Die 44 Volumenprozent merkt man. Nicht unangenehm, aber sie sind da. Kräftiger Antritt. Der Abgang ist nicht allzu lang. Jetzt kommt im Mund auch so eine helle Fruchtigkeit durch. Aber die Gewürze bleiben, die da aus dem Fass rausdrücken. Ich habe es schon fast befürchtet, dass mir die alte Abfüllung ein bisschen besser gefällt. Ist ein sehr solider Bourbon und für 45 US-Dollar würde ich überhaupt nicht meckern. Für 75 Euro würde ich sagen, John Wayne hin oder her und ich bin ein Fan, aber nee, sorry. Was sind denn 45 Dollar im Moment umgerechnet? Nicht die Welt.
würde ich zuschlagen. Ich habe für den damals auch nur 50 Euro gezahlt. Das ist allerdings schon, wie gesagt, ein paar Jahre her. Aber wenn ich 75 Euro dafür gezahlt hätte, muss ich sagen, ich bin mir sicher, dass es da draußen bessere für 75 Euro gibt. Ich bin mir sicher, dass es bessere Bourbons gibt in der Preiskategorie. Ja, nicht schlecht. Ich suche den Roggen, ich versuche den Rye-Anteil rauszubekommen. Das könnte natürlich auch so ein bisschen diese Gewürznote sein, die aber natürlich bei einem Rye-Whisky oder vielleicht sogar bei einem High-Rye-Bourbon deutlicher ausfallen würde. Und vielleicht so ein bisschen. Ich probiere nochmal. Zweiter Schluck gefällt mir deutlich besser. Leider wird das Ganze so ein bisschen untermalt von einer leichten Klebstoffnote. Was man bei Maisbränden öfters hat, ich denke da an die ganzen jungen Grain Whiskys, so eine ganz leichte Note nach Nagellackentferner, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Auch nicht störend oder so, aber sie ist vorhanden. Und jetzt im Abgang habe ich diese Fruchtigkeit, die ich bisher vermisst habe, die habe ich nicht in jedem Bourbon, aber scheinbar ist das gewollt, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil hier war sie drin, hier finde ich sie auch wieder. Orangen, saftige Orangen, voll gereifte Orangen, die auf der sehr süßen Seite sind, also so Saftorangen in die Richtung gehen. Keine große Säure oder so, schön süß. In der Nase unheimlich süß. Jetzt probieren wir mal die alte Abfüllung. Ach nee. Der war besser. Smooth, cremig, weich, rund. Was hier süß und würzig ist, ist hier süß, saftig, fruchtig und rund. Keine Klebstoffnote, kein Nagellackentferner oder dergleichen, nix. Ich werde mir davon noch ein paar Flaschen organisieren. Vielleicht finde ich noch irgendwelche Restbestände. Ich habe vorhin auf die Schnelle geschaut. Es gibt einen Shop aus der Schweiz, aber 100 Franken werde ich dafür nicht auf den Tisch legen. Vielleicht finde ich noch irgendwo Restbestände, dann schlage ich zu. Die ist nicht schlecht. Und ich wiederhole mich, für 45 US-Dollar würde ich sie mir mitnehmen. An der Stelle würde ich jetzt sagen, wenn jemand von euch dieses Jahr noch in die USA fliegt, bringt mir welche mit. Aber das fällt dieses Jahr wohl eher aus. Okay, genug gequatscht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Ich habe mich den ganzen Tag schon auf dieses Video gefreut. Ich bin nicht enttäuscht. Ich wurde nur bestätigt, dass mir die alte Abfüllung so ein bisschen besser gefällt. Ist so, wie es ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir was Nettes in die Kommentare schreibt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht gemacht hat, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.